Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die Betreuerinnen Sprachbarriere haben und oft auch mit körperlicher Gewalt oder sexuellen Übergriffen konfrontiert sind. Die Agentur tritt dann zurück und sagt, ja, wir sind nur Vermittler und genau, die Betreuerin ist auch eine selbstständige Person, also sie muss selbst das können, also sie muss selbst können, diese Probleme zu koordinieren. Also es gibt keine Anlaufstellen für die Betreuerinnen. Also ich heiße Simona Jurišová. Ursprünglich komme ich aus der Slowakei. Ich bin Mitbegründerin des Verbands 24. Das ist eine Interessensvertretung der 24-Stunden-Betreuerinnen. Die Betreuerinnen brauchen eine effektive Interessensvertretung, die in Krisensituationen wirklich interveniert, die muttersprachliche Beratung anbietet, Rechtsvertretung anbietet. Dafür treten wir an als IG 24. Der Bedarf ist wahnsinnig groß. Wie sieht der Arbeitsalltag der 24-Stunden-BetreuerInnen aus? Also die BetreuerInnen sind zumeist migrantische und weibliche BetreuerInnen. Es handelt sich um die 24-Stunden-Betreuung. Also das heißt, die BetreuerInnen stehen 24 Stunden am Tag zur Verfügung einem Klienten in seinem oder ihrem Haushalt. Die BetreuerInnen arbeiten als Selbstständige, als Einpersonen-UnternehmerInnen. Also sie müssen den ganzen Arbeitsablauf, aber auch ihre Arbeitszeit den Bedürfnissen ihrer Klientinnen anzupassen. Und das heißt, sie können einfach selbstständig über ihre Arbeitszeit, aber auch Arbeitsort nicht frei entscheiden oder selbst bestimmen. Also das ist große Abhängigkeit und das nennt man auch Scheinselbstständigkeit. Welche Rolle spielen Agenturen für die 24-Stunden-BetreuerInnen? Agenturen haben eine sehr, sehr wichtige Rolle in der 24-Stunden-Betreuung, weil sie ja die ganze 24-Stunden-Betreuung organisieren. Das heißt, sie führen Recruitment durch, sie gestalten die ganzen Verträge in der Branche, sie verhandeln die Honorare der BetreuerInnen vornherein mit den KlientInnen, sie üben Konfliktmanagement in Krisen, in Konfliktfällen durch, sie organisieren den Transport nach Österreich oder sie agieren als quasi ArbeitgeberInnen. Das sind deutliche Eingriffe in die Rechte und Pflichten der Betreuerinnen als Selbstständige. Was noch wichtig zu erwähnen wäre zum Beispiel ist, dass die Betreuerinnen normalerweise Betreuung ausüben sollten und dürfen. In vielen Fällen führen sie pflegerische Tätigkeiten durch, weil sie meist um psychisch und physisch schwerkranke Menschen kümmern. Dafür haben sie aber keine geeignete Ausbildung. Tragen jedoch sämtliche rechtliche Verantwortung für den Gesundheitszustand der zu betreuenden Person. Wenn Sie eine gefährliche Pflege durchführen, werden Sie nur Sie alleine sanktioniert. Sie haben zwar die Möglichkeit, solche Pflegefälle abzulehnen, das passiert aber sehr selten, weil die Agenturen, viele Agenturen zwingen Sie, schwere Pflegefälle zu übernehmen, weil es geht ja, Sie wollen Ihre Klientinnen einfach aufrechterhalten oder nicht verlieren, weil sie ja von beiden Seiten, sowohl von den Betreuerinnen als auch von den zu betreuenden Personen, einfach Vermittlungsgebühren abrechnen. Wenn die zu betreuende oder zu pflegende Person in ihrem Leben gefährdet wird, ja, oder der Gesundheitszustand wird gefährdet, ist alleine die Betreuerin verantwortlich und wird sanktioniert und nicht die Agentur. Auch im Falle, dass die Agentur das Matching falsch durchführt, trägt die Betreuerin die sämtliche Verantwortung. Was verdienen 24-Stunden-BetreuerInnen? Naja, ich fange mal an, dass die BetreuerInnen am Tag oder im Durchschnitt 2 bis 3 Euro pro Stunde verdienen. Um deine Frage zu beantworten, die BetreuerInnen als Selbstständige sollten eigentlich selber ihre Honorare verhandeln. Ja? Sie könnten sagen, ja, ich will, keine Ahnung, 100 Euro am Tag verdienen. Aber das passiert nicht, weil es eben die Vermittlungsagenturen machen und die Vermittlungsagenturen betreiben Lohndumping. Das heißt, um mehr Klientinnen zu gewinnen, wollen sie die Betreuerinnen möglichst günstig sozusagen anzubieten. Es klingt so, als ob man mit Ware zu tun hätte, aber es ist in der Wahrheit so. Ja.
Und die Vermittlungsagenturen haben die Kraft bzw. die stärkste Position und können die Honorare der Betreuerinnen vorher mit Klientinnen bestimmen. Und sie betreiben oft Lohndumping. Und die Betreuerinnen sind wenig sozial abgesichert. Das heißt, sie haben keine Ansprüche auf bezahlten Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, auf das 13. und 14. Monatsgehalt, kollektivvertragliche Entlohnung oder Arbeitslosengeld. Welchen physischen und psychischen Belastungen sind die 24-Stunden-BetreuerInnen ausgesetzt? Die BetreuerInnen haben mit demenzkranken PatientInnen zu tun. Sie pflegen bettlägerige PatientInnen und das hat schon große Auswirkungen auf ihre psychische und physische Gesundheit. Wenn man vor allem 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen muss, ist es ja sehr, sehr große Belastung. Also unter den BetreuerInnen allgemein verbreitet ist eine zweistündige Pause am Tag, die man hat. Das ist meistens dann, wenn die KlientInnen oder die betreuenden Personen Mittagsschlaf machen. Ja, aber was sind das schon, die 2 Stunden? Ja, das ist nicht viel. Sie betreuen körperlich und psychisch meist stark kranke Menschen. Und da müssen sie dann zigmal am Tag ihre KlientInnen heben und mobilisieren. Und dann haben sie selbst körperliche Beeinträchtigungen, seien das Rückenprobleme oder ja, Ähnliches. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die BetreuerInnen Sprachbarriere haben. Und oft auch mit körperlicher Gewalt oder sexuellen Übergriffen konfrontiert sind. Es gibt leider keine Anlaufstelle für die Betreuerinnen, die in solchen Krisensituationen intervenieren würde oder die den Betreuerinnen einfach die Hand gibt. Die Agentur tritt dann zurück und sagt, ja, wir sind nur Vermittler und genau, die Betreuerin ist auch eine selbstständige Person, also sie muss selbst das können, also sie muss selbst können, diese Probleme zu koordinieren. Also es gibt keine Anlaufstellen für die BetreuerInnen. Gibt es rechtliche Unterstützung für die 24-Stunden-BetreuerInnen? Es gibt keinen arbeitsrechtlichen Schutz für die BetreuerInnen. Also da haben sie wirklich keinen Verhandlungsspielraum und keine rechtlichen Möglichkeiten, sich zu schützen. Ja, die Betreuerinnen haben eine Möglichkeit, sie bezahlen ihre Krankenversicherung und daraus können sie in gewissem Maße Leistungen beziehen. Das ist das. Aber wenn sie wirklich krank werden oder Unfall passiert, sie kriegen keinen Lohn. Was motiviert die 24-Stunden-BetreuerInnen dennoch in Österreich zu arbeiten? Ja, also was die slowakischen Betreuerinnen angeht, aber ich denke, das ist für die ganze Branche gültig, sind das zum Ersten die Einkommensunterschiede zwischen Österreich und den Herkunftsländern der Betreuerinnen und auf der anderen Seite die große Arbeitslosigkeit in den einzelnen Herkunftsländern der Betreuerinnen. Also das sind die einzigen Push-Faktoren, die man da hat. Für die Betreuerinnen ist nicht einfach, ein transnationales Leben zu führen. Ja? Zu Hause haben sie ihre Familie, ihre Kinder, alte und kranke Verwandte, um die sie auch kümmern müssen oder um die jemand kümmern muss. Und da entsteht in gewisser Hinsicht Care Drain. Es ist alleine der finanzielle Aspekt, was die Betreuerinnen dazu motiviert, dass sie im Ausland, in Österreich pflegen. Was braucht es von Seiten der Politik? Also dieses rechtliche Missstand muss einfach beseitigt werden. Das heißt, diese Scheinselbstständigkeit gehört abgeschafft. Es sollte ein staatlich geregeltes und finanziertes Anstellungsmodell eingeführt werden, wo Qualitätsstandards eingeführt werden, aber auch die Arbeitszeit geregelt wird und wo sie entsprechend auch entlohnt werden. Also wo die Wertschätzung wirklich den Betreuerinnen auch gezeigt wird und dass sie nicht in die Scheinselbstständigkeit gedrängt werden, weil es ja einzige günstige Möglichkeit ist. Warum sollten wir uns gerade jetzt mit der 24-Stunden-Betreuung beschäftigen? Gerade jetzt. Also ich würde sagen, schon längstens sollte sich die Gesellschaft mit der Betreuung beschäftigen. Gerade haben wir die Corona-Krise.
Wir haben gesehen, wie die 24-Stunden-Betreuerinnen wichtig sind für die Aufrechterhaltung der Altenpflege. Man hat sogar Kollaps befürchtet. Wir sagen, Klatschen reicht nicht aus. Die Betreuerinnen brauchen wirklich gerechte Arbeitsbedingungen und ordentliche Wertschätzung. Eins ist klar, Klatschen ist nicht genug. Die 24-Stunden-Betreuung verdient mehr. Wenn auch du dieser Meinung bist, dann unterschreibe unsere Petition unter diesem Link. Mehr Informationen zur Solidarität findest du auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns über jeden Like, jede Unterstützung und noch viel mehr, wenn du auch bei uns mitarbeiten möchtest. Ein herzliches Dankeschön geht an die IG24 für dieses Gespräch und natürlich auch an all jene 24-Stunden-BetreuerInnen, die unsere Gesellschaft tagtäglich am Laufen halten. Klatschen ist nicht genug. Die 24-Stunden-Betreuung verdient mehr.